Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. Und ja, wir befinden uns im Schlund des Abgrunds. Und mir wurde gesagt, ich hätte dieser Katze folgen sollen, die wir mal gesehen haben. Wenn wir es mal probieren, beziehungsweise da abklopfen. Und du kriegst noch einen Schlag von mir, komm her. So. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich die Katze das letzte Mal gesehen habe. Ich meine, das war das hier. Aha, hier war es also. Gut, dann gehen wir da mal rein. Bevor wir es trinken. Und dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Da wird irgendjemand beschützt. Oder umgebracht, man weiß es nicht. Mal gucken. Oh. Okay, der darf das wahrscheinlich nicht berühren oder so. Wir mal den hier drüben an. Das ist nicht der. Das ist doch der kleine. Also, den Hund kennen wir ja noch in größer. Hier, wie heißt der? Sif? Okay. Leuchtende Turmschild. Okay, von dem haben wir ja schon mal eine Seele bekommen. Den haben wir ja schon mal besiegt. Das Ding gucke ich mir gleich mal kurz mal an. Leuchtende Turmschild. Na, ist das ein gutes? Leuchtende Turmschild. 80, 80, 80, 80, 70. Okay. 100. Gut. Geh noch weiter runter? Nee. Das ist ein Abgrund, ne? Okay, also jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was gefunden, was natürlich cool ist. Jetzt können wir uns, glaube ich, mal auf den Weg machen, den Boss hier zu suchen. Der muss ja auch irgendwo hier unten sein. Manus, so wie es der Riese uns das gesagt hat. Gucken wir mal, ob wir den finden können. Was folgen wir mal diesen kleinen Leuchtdingern hier? Da geht's hoch. Oh. Muss hier unten sein? Ich weiß nicht mehr, welchen Weg das ist, muss ich zugeben. Wir müssen es nur durchtesten. Okay, man sieht davon die auch nicht unbedingt so oft berühren. Aber solange die immer Menschlichkeit droppen, finde ich es ganz gut. Wie weiter? Ich weiß das nicht mehr. Ich kenne den Weg nicht mehr, muss ich zugeben. Auch schon ein bisschen her. Oh. Doppelmenschlichkeit. Gern gesehen. Und ich mag es. Ah. Das ist natürlich dumm. Oh. Da steckst du. Okay. Nee, hier ist es nicht. Da drüben liegt noch eine Seele. Aber wie komme ich denn da rüber? Weiß es echt nicht mehr. Muss ich den ganzen anderen Weg gehen, um da wieder hinzukommen? Also, ihr wisst, aber es war ja ein ganz langer Weg hierhin. Oder wie macht man das? Anscheinend, ne? Bin hier so ein bisschen verkehrt, glaube ich. Was ist das denn? Ah, ist die Leiche, die liegt, okay. Also muss es noch einen anderen Weg hier geben. Den gucken wir gleich mal. Nehmen wir schnell was. Ich bin hier irgendwie verkehrt. Achso, hier oben geht es auch nochmal längs. Erstmal hier hoch. Aha.
Gut, hier ist es, geht's wohl weiter. Da geht's runter auf jeden Fall. Sehr viele Geister. Ah, okay, hier geht's wahrscheinlich runter. So wie bei den Riesen kann man da so ein bisschen runtergehen. Ah, man kann runtergelaufen, ich rutsche hier gar nicht runter. Kann mich noch erinnern, bei den Riesen ist man immer so runtergerutscht. Hatte ich immer Angst, dass ich komplett sterbe. Aber hier geht's noch. Okay, hier waren wir ja noch nicht. Muss man ein bisschen hier oben. Da. Wo komme ich denn da hin? Ohne runterzufallen? Von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Mal hier rumgehen. Doppelmenschlichkeit, sehr gut. Aber jetzt ist Vorsicht geboten. Hier waren wir ja noch nicht. Da unten ist ein graues Tor. Da wird sich wahrscheinlich der Gegner befinden. Da müssen wir natürlich gleich diese Silberkette ansetzen. Sollen wir es gleich schon machen? Bevor wir das vergessen, die wir bekommen haben. Ist die Frage, wo packt man die ran? Oder benutzen wir die nur? Wir testen mal, pass mal auf. Also es war ja irgendwie da Silbernhänger. Kann man die immer wieder benutzen oder ist die weg jetzt? Nee, vertreibt Dunkelheit. Ah, okay, vielleicht müssen wir die irgendwo ranlegen, dass wir die immer wieder benutzen. Das können wir ja mal machen. Und zwar legen wir die... Machen wir, bevor wir da reingehen, legen wir die dann auf unser Schild Dingsbums da. Wie geht's? Oh, hier geht's auch weiter. Hier längs oder hier längs? Hier sind die Lichter, wir gehen aber erstmal hier längs. Weiter noch einen Weg zu geben. Okay. Ah, hier liegt noch jemand. Weiße Scholle, okay. Aber hier runter kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen den anderen Weg definitiv gehen. Das machen wir doch glatt. Ja, hier geht der Weg längs. Hier ist ein schmaler Weg. Oh Mist. Auch nicht schlimm. Richtig viel Schaden machen die ja nicht, aber ich glaube, wenn die einfach mal zu 20 ankommen oder... Dann ist man, glaube ich, umzingelt. Und dann kann es, glaube ich, schon wehtun. Menschlichkeit. Da liegt noch jemand. Die ganzen gefallenen Krieger, die es wahrscheinlich nicht geschafft haben. Oh, eine Heldenseele. So, bevor wir da reingehen, legen wir uns diesen Anhänger mal auf hier drauf. Können Sie einmal kurz heilen vorher nochmal? Und hier drauf. Kann ich den hier rauflegen? Der geht doch gar nicht. Jetzt gedacht, ich lege da einfach diese Silberkette drauf. Funktioniert nicht. Aber ich kann sie vielleicht hier drauf legen. Da, zack. Okay. Also. Dann lass uns mal ein paar Sachen da rausnehmen, damit wir nicht immer so viel haben. Weg, weg. Genau. Reicht, wenn wir nur die beiden Sachen haben. Dann kann man das zwischendurch mal nutzen. So, gehen wir nochmal rein. Bin ein bisschen gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Durch den Nebel schreiten. Okay, Zwischenszene. Oh. Ach, das ist die Hand, die mich auch in dieses blöde Land gebracht hat, oder? War das nicht die Hand auch? Okay, der ist etwas größer als die anderen. Okay.
auf jeden Fall auch nicht rein. Okay, das hätte man nicht wollen sollen. Ja. Okay. Mein Gott. Ich sehe gerade nichts. Keine Ahnung, was er macht. Er haut auf jeden Fall auf mich. Okay. Oh Mann, Mann, Mann. Ach, ich will mal rollen, ne? Das ist ein bisschen dumm. Aber wie soll ich den Anhänger benutzen? Oh, oh, jetzt hat er mich. Ah, Mist. Okay. Ja. Oh Mist. Gar nicht los, ja. Also dieser Move ist echt mies, weil ich sehe überhaupt nichts, wenn das macht. Okay. Das war's. Krasser Typ, aber schauen wir mal. So, wir probieren das Ganze nochmal. Muss ja irgendwie funktionieren. Wir machen es einfach mal menschlich. Vielleicht finden wir einen Gehilfen, der uns da helfen kann. Könnte er sein. Mal gucken. Hier, eine Menschlichkeit nutzen. Los. Menschlich, so. Oft findet man ja Gehilfen. Hinten, rechts und vorne, links und überall. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden auch einen. So, wir laufen erstmal dahin. Och, das dauert auch immer, das Laufen. Den Silberanhänger müssen wir auch für irgendwas benutzen. Aber ich weiß nicht wie. So. Bin gespannt. Wer es schaffen. Also er hat verschiedene Moves, das haben wir gesehen, und er schlägt auch ganz gut zu und hat auch ein paar Kombos, die wirklich hart sind. Hoffen wir, dass wir da irgendwie gegen ankommen. Gehen wir hier runter. Und ja, schnell hin und nicht hier so lange herumtrödeln. Gucken wir gleichzeitig mal, ob wir jemanden hier
dazu holen können für den Bosskampf. Das blöde Vieh, wie ich tatsächlich vergiftet was. Na gut. Hier brauchen wir so ein bisschen Kraut. So, weiter geht's. Geht jetzt mal runter. Bum, bum, bum. Ist ja echt blöd. Vergiftet werde ich. Vergiftet hier also. Nur gut. So, wenn wir Manus nochmal aufsuchen. Und hier gucken wir noch mal kurz nach, ob hier irgendwo was ist. Und ich glaube, ich sehe hier gar nichts. Mal heilen. Ich noch mal heilen. So, und dann gehen wir direkt da rein. Oh, kommen auch noch Geister. Gehen wir direkt da rein. So. Zwischensequenz brauchen wir nicht, ne? Oh. Alter Schwede. Hau doch mal immens hart zu. Meine Sachen. Machen wir gleich nochmal. Ah! Phantom wird gerufen, okay. Okay. Mist. Das ist der Wolf. Komm, greif an, Wolf. Okay, was trinken? Der Wolf greift kein bisschen an. Mhm. Oh Mann! Guck hier an! Schnell unsere Sachen einsammeln hier. Und den Magnus mal angreifen da. Okay. Was trinken? Mist, Mist, Mist. Mist. Trinken. Okay. Fetten Kombo erwischt. Ach, der Hund macht überhaupt keinen Schaden, kann sein? Okay, jetzt mal überlegen hier. Okay.
Nein, ich mache immer so blöde Moves. Ich wollte doch kurz mal was trinken, nur. So, Manus, das war's für dich. Vater des Abgrunds. Yes, haben wir. Reden? Wer ist denn das? Viel sagt sie nicht. Okay, da auf jeden Fall ein Leuchtfeuer. Sollen wir vielleicht mal aktivieren kurz. Jo, viel sagt sie nicht. Können wir ja hier im Anhänger was machen? Ne, interessiert sie gar nicht. Kann man jetzt hier großartig machen, frage ich mich. Sie liegt da, aber irgendwie weiß ich nicht, was ich mit ihr machen soll. Okay. Ja, wir waren ihn besiegt, aber was genau jetzt mit ihr passiert, weiß ich halt auch nicht. Reden kann ich nicht mit ihr, aber habe ich denn irgendwas gefunden, was man nutzen könnte? Glaub nicht, ne? Na gut, also ich würde sagen, wir reisen erstmal wieder zurück. Und zwar Stadt. Und ja, und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.